So, einmal tief durchatmen bei Gina Lückenkämper auf Bahn 3. Und was hat sie mir heute Nachmittag noch gesagt? Ich muss im Wettkampf das umsetzen, was wir so oft trainiert haben. Also die Ruhe bewahren, die Ruhe in der Unruhe, die Ruhe im Sprint. Vorne die Schritte länger ziehen, nicht hektisch werden. So, Reaktion nie so gut bei ihr, aber sie muss die Ruhe bewahren und sich dann rankämpfen. Aber auf Bahn 2, Östern Evelyn ist gut, aber besser ist natürlich Daryl Nita. 7,05 Sekunden, richtig starke Zeit hier beim Easter Findor. 7,05 Sekunden. Persönliche Bestleistung. So schnell war sie noch nie zuvor. So, aber zur Einordnung. Nochmal ein nationaler Rekord auf Position 2 für Tristan Evelyn. Und Gina Lückenkämper macht ein gutes Rennen. Läuft 7,16 Sekunden Saisonbestleistung. Nur 500stel über Hausrekord. Das heißt, sie ist absolut in der Spur. Auch Lisa Meyer mit Saisonbestleistung.